Herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir haben heute den Josef hier. Josef hat 33 Kilo abgenommen in den letzten 30 Wochen, was doch eine Hausnummer ist. Und wir wollen heute einfach mal drüber sprechen, wie du das geschafft hast, was du dabei für Learnings mitgenommen hast und ja, was du den Leuten vielleicht als Tipps noch mit auf den Weg geben kannst. Josef, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Ja, hallo, ich bin der Josef, bin 33 Jahre, arbeite als Maurer und bin eigentlich viel auf den Baustellen unterwegs. Ja, was war bei dir so der ausschlaggebende Grund, wieso du irgendwann gesagt hast, ey, jetzt reicht's, ich muss jetzt was tun? Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Mhm. Das war's eigentlich. Und dann habe ich halt gesucht. Ich bin zufällig auf dich durch TikTok gestoßen, ja. Und dann hat sich das eins nach dem anderen so ergeben. Ja. Hast du denn davor selber mal irgendwas probiert zum Abnehmen? Irgendwie? Ja, selber halt weniger gegessen, ein bisschen Sport, aber bin halt in die alten Muster reingefallen. Ja. Ja, also meistens. Das heißt, erstmal ein bisschen abgenommen und dann irgendwann konnte man nicht mehr dranbleiben, ist wieder ein bisschen zurückgekommen, schätze ich jetzt mal. Ja, oder? Genau. Ja, verstehe. Genau. Wenn du jetzt vorhin sagst, du hast dich nicht mehr so wohl gefühlt, was waren da so Sachen? Waren es eher Klamotten? War es im Alltag, dass man nicht mehr so fit war, wie man es gekannt hat? Oder die Optik? Die Optik, also ja. Im Spiegel war schlimm. Oder schlimm. ja. Und halt, ja, ist alles ein bisschen schwerer gegangen, sage ich ja. Mal. Wenn du dann Berg hochläufst, ja. Schwitzen, atmen, einfach ja. Schwer. Also. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du hast uns über TikTok gefunden. Da gibt es ja viele, die sagen, ja, ich bin der Wundertyp, ich helfe dir beim Abnehmen. Was daran hat dich angesprochen? Dass du mich dann angeschrieben hast. Also ich bin dir gefolgt ja. Und dann hast du mich angeschrieben. Ja. Ich war auch am Anfang skeptisch, aber ja. Rückblickend hat sich's gelohnt. War's gut, ja. Sehr gut. Was hat sich denn durch diese 33 Kilo, wo du jetzt abgenommen hast, bei dir so im Leben, vom Wohlbefinden etc. verändert? Es geht irgendwie alles leichter und ja. Ich sag, mehr Selbstvertrauen hast selber auch, wenn du jetzt ein bisschen anders, besser aussiehst, ja. Sagen wir so. Wie reagieren denn andere Leute auf das? Ganz unterschiedlich. Einige sagen Respekt und die anderen sagen, hätte es nicht gebraucht oder warum. Ja, genau. Aber das ist schon interessant, nicht? Da nimmt man 30 Kilo ab, was ja mega Vorteile bringt, gesundheitlich, vom Wohlbefinden, da gibt es trotzdem, das wäre es nicht nötig gewesen. Ja, genau. Da denkst du, wäre es nicht nötig gewesen, wer hätte ich es nicht gemacht? So. Ja. Aber was ich auch cool finde, bei dir ist ja auch, ich glaube, die Schwester hat dann auch gesehen, es funktioniert, die hat das dann gut gefunden, oder? Ja, genau. Die hat mich dann gefragt, was ich mache und dann habe ich ihr den Kontakt gegeben. Hat jetzt auch schon, glaube ich, 6 Kilo ja. Abgenommen, ist auch gut unterwegs. Mhm. Was waren denn so für dich die Aha-Momente, was jetzt dazu geführt hat, dass du jetzt so viel an Gewicht verloren hast auch? Ja, einfach die Ernährung, sage ich. Die ja. Ernährung unter Alkohol, also ja. Es waren halt früher schon 3 Bier vielleicht mal. Ja. Mittlerweile mehr alkoholfreies und vom Essen her halt total anders, sage ich. Ja. Also gesünder, mehr Eiweiß. Ja. Ja. Und würdest du jetzt sagen, du isst jetzt, wie soll man sagen, schlechter im Sinne von, du verzichtest auf die Sachen und die gehen dir ab? Oder? Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ja. Ich finde, dass ich mehr esse wie davor, bloß halt was anderes und ja. Gesünder. Ja. Das ist nämlich immer spannend, weil das wirst du ja auch gehabt haben. Du hast ja auch gesagt, du hast dann weniger gegessen. Dass man immer denkt, wenn ich abnehmen muss, muss ich weniger essen. Genau, aber stimmt nicht. Ja. Total anders. Weil dann ist es ja auch so, wenn du immer hungern musst, das macht ja auch nicht dauerhaft, das macht ja keinen Spaß. Genau. Aber wenn du Sachen hast, wo du sagst, hey, das schmeckt mir, ich bin satt damit. Wie jetzt bei dir, wir haben ja die letzten Wochen ein paar Mal gequatscht, auch in den Live-Calls und immer so, ja. Es gibt kein Problem, passt eigentlich alles. Irgendwann spielt sich das ein und ja. Wenn es ein Problem gibt, dann seht ihr es ja eh in der App. Also, ja. Das heißt, am Anfang noch ein bisschen natürlich eine Umstellung gewesen, oder? Am Anfang die war schon eine Umstellung, ja, war schon. Aber nach einer Woche oder so, wenn du das alles eingegeben hast, ja. Das spielt sich ein. Ja,
Sehr geil. Das ist auch für dich gesagt, natürlich, Skepsis war am Anfang da. Wohingehend war dann die Skepsis, dass es online ist oder dass es einfach allgemein irgendwie abnehmen oder klappt das für mich persönlich oder... Ja, weil es halt online war und ja. Es gibt ja viele, die wo da sagen, ja. Trink Zitronending mit, keine Ahnung, mach das, dann nimmst du ab oder schluck die Pillen, dann nimmst du auch ab. Das war halt die Skepsis, aber... Ja. Wie war es denn jetzt vom sportlichen Aufwand? Weil Ernährung haben wir ja schon durch, du hast gesagt, hey, schmeckt, bin satt, etc. Wie ist Sport? Ja, wenn einmal jetzt... Wenn du mal einen Tag nicht magst, dann geht er irgendwie ab, sag ich. Also der Trainingsplan, ich habe 4 Tage, glaube ich, die Woche. Wenn du einen Tag mal nicht machen kannst oder nicht schaffst, dann geht halt irgendwas ab. Das heißt, du machst mittlerweile gerne auch den Sport in dem Fall. Oder du hast das Gefühl, es fehlt was, wenn du es nicht genau, machst. Es fehlt was, ja. Ist auch positiv. Ja. War das früher auch schon? Ja, nicht so. Also da bist halt mal, sag ich, Sonntag... auf der Couch liegen geblieben. Ja. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Cool. Das heißt, summa summarum, geht's dir besser, fühlst dich besser, war eine gute Entscheidung mitzumachen. Ja, alles super. Das ist doch geil. Nee, also auch für jeden, der das Interview ansieht und sieht, ey, 33 Kilo in 30 Wochen, auch wenn es nur 15 sind, die ihr abnehmen wollt, aber ihr gerne mal, wie der Josef auch, eine klare Analyse hättet, wo sind bei mir die Hebel, die ich umlegen muss, damit ich wieder gerne Sport mache, damit ich bei der Ernährung nicht weniger essen muss, sondern einfach mehr von den richtigen Sachen und vor allem, was sind die richtigen Sachen? Dazu haben wir eine kostenlose Beratung, die hattest du mit Malcolm, glaube ich, oder? Ja, genau. Genau, war gut? War gut, hat sehr gepasst. Gut. Wunderbar. Bin eingestiegen und... sehr gut. Nee, also gerne, wenn ihr da eine kostenlose Beratung haben wollt, ist alles unverbindlich, dass ihr mal seht, was wären die sinnvollen Hebel für euch. Gerne über den Link unterhalb von dieser Episode eintragen und dann freuen wir uns, euch bald weiterzuhelfen. Und Josef, dir sage ich vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ich sage danke.